In diesem Video geht es um die Verlustverrechnungsbeschränkung bei Termingeschäften, kurz § 20 Absatz 6 Satz 5 des Einkommensteuergesetzes. Dieses Video ist ein Video im Rahmen einer Reihe, heute Teil 1 und mehrere andere Fälle, beispielsweise zu Grundsätzlichkeiten oder Veräußerungsgewinn von Aktien, wie Video 3 und so weiter, folgt noch. Aber heute sind die Termingeschäfte dran und ich bin... Wenn Sie das Thema interessiert, dann sind Sie genau richtig hier. Mein Name ist Kai Böhmann, ich bin Diplom-Finanzwirt, Diplom-Handelslehrer und Steuerberater. Und heute habe ich einen Gast dabei, den stelle ich am besten mal selbst vor. Genau, ich bin Nico Dahlke, habe jetzt meinen Bachelor gemacht in Göttingen, bin Betriebswirtschaftslehre, eben genau in diesem Fokus, worüber wir heute sprechen wollen, mit Finanzwirtschaft, und habe im Rahmen meines Studiums dann zahlreiche Termingeschäfte, jegliche Formen davon kennengelernt, mich da in meinem Studium mit beschäftigt. Und denke, ich werde heute einige Sachen nochmal zu erklären können, um das vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen. Ist mein Neffe, und im Grunde geht es heute darum, Steuermiets, Finanzwirtschaft so ein bisschen, ne? Genau, und, quasi. Genau, und dann immer wenn diese Begriffe kommen, diese neuen Begrifflichkeiten, die nicht unbedingt jedem klar sind im Steuerbereich, dann kommst du und kannst da ein bisschen Hilfestellung uns leisten. Vielen Dank erstmal und Dankeschön, dass du heute mit dabei bist. Dann gehen wir mal ins Geschehen rein und starten als erstes mit dem Sachverhalt. Wir haben den 50-jährigen Angestellten Milan Kraut, der ist Arbeitnehmer, ledig, keine Kinder, in keiner Religionsgemeinschaft, die Kirchensteuer erheben würde. Der hat einige Ersparnisse und die legt er komplett in sogenannten Differenzgeschäften. Und da kommen wir schon zum ersten Begriff, CFDs, den du gleich erklären magst. Erstmal gehe ich aber noch weiter den Fall durch. Er investierte das Geld halt da rein und in 2021 kam es jetzt zu folgenden Ergebnissen. Er hatte einmal aus verschiedenen Trades 50.000 Verlust gehabt und zeitgleich aber auch einige Gewinntrades in Höhe von 55.000 Euro gehabt. Beim Finanzamt hat er einen Freistellungsauftrag von 801 Euro gestellt. Das Finanzinstitut selbst hat Kapitalertragsteuer in Höhe von 1049,75 Euro und entsprechend Soli erhoben. Andere Einnahmen aus Kapitalvermögen hat Milan nicht. Und jetzt müssen wir halt gucken, was da steuerlich draus ergibt. Und deswegen hat er eine Steuerberaterin, die Cindy Maibaum. Doch bevor wir jetzt weitermachen, auch noch mit einer Abwandlung, da hole ich jetzt nochmal hier den Nico an Bord, und ich wäre dankbar, wenn du vielleicht mal erklären könntest, da war ja eben der Begriff Differenzgeschäft und CFD, was ist denn das überhaupt? Genau, vielleicht erstmal noch den Schritt zurück. Mhm. Was sind CFDs? Grundsätzlich haben wir ja schon darüber gesprochen, sind Terminkontrakte oder eine Form davon, und grundsätzlich sagt man, das ist eine Form von Derivaten, also derivative Finanzinstrumente. Das heißt, man kauft nicht direkt einen Basiswert, zum Beispiel eine Aktie, und hat nicht den Besitzer dran, sondern man kauft ja einen abgeleiteten Wert davon. Also es bezieht sich meistens auf eine Aktie, auf einen anderen Basiswert. Das kann auch ein Rohstoff sein, es können Immobilien sein, ganze Indizes wie der DAX zum Beispiel. Mhm. Also es gibt verschiedene Basiswerte, die quasi dem zugrunde liegen. Und das ist quasi dann erstmal die Wertentwicklung, die dahinter steht. Was sind jetzt diese Differenzgeschäfte genau? Also der Name sagt schon so ein bisschen, es geht um die Differenz. Also wir kaufen etwas ein, steigen zum gewissen Zeitpunkt ein in diesen CFD-Kontrakt. Mhm. Und dann verkaufen wir es zu einem gewissen Zeitpunkt wieder und gehen aus dem Geschäft raus. Und diese Differenz zwischen Einstieg und Ausstieg ist eben genau der Wert von einem CFD, unser Wertzuwachs, den wir haben. Und jetzt fragt man sich vielleicht so ein bisschen, warum kann ich da nicht einfach direkt die Aktie kaufen? In erster Linie ist es vor allem der Grund, dass man das Ganze jetzt hier hebeln kann. Also oftmals sind diese CFDs stark gehebelt, teilweise mit einem hundertfachen Hebel. Das heißt, im Beispiel jetzt, wir kaufen uns einen CFD auf den DAX beispielsweise. Mhm. Der DAX würde jetzt um 100 Basispunkte, das heißt 1 Prozentpunkt ansteigen. Und wenn wir jetzt ein CFD darauf hätten, was einen hundertfachen Hebel hätte, würde das heißen, dass unser CFD auch um 100% ansteigen würde, bei einem 1% Zuwachs im DAX tatsächlich. Allerdings würde es im Umkehrschluss natürlich genauso heißen, dass dieser Hebel auch nach unten wirkt und wir auch 100% verlieren würden, sobald der DAX um 1% nach unten fällt. Genau. Also enorme Risiken und Chancen bei diesen Produkten. Genau, aber man muss sich merken, bei Differenzgeschäften, es bezieht sich wirklich auf diese Differenz zwischen Ein- und Ausstieg. Alles klar, vielen Dank. Dann gucken wir uns mal weiter den Sachverhalt an. Das war ja jetzt das Jahr 2021. Da haben wir noch eine Abwandlung, nämlich man stellt sich vor, wir hätten nicht 21, sondern 2023.
Da ergeben sich ein paar Änderungen. Das kommt dann später. Und jetzt würde der Sparerpauschbetrag und auch der Freistellungsauftrag 1.000 Euro betragen. In dem Zusammenhang habe ich jetzt nach dem Jahressteuergesetz 2022 soll nämlich der Sparerpauschbetrag im Jahr 2023 von 801 Euro auf 1.000 Euro angehoben werden. Und das habe ich bereits hier einfach berücksichtigt, obwohl das Gesetzgebungsverfahren noch nicht durch ist. Und diesmal wird Kapitalertragssteuer von 13.750 Euro und entsprechender Soli einbehalten. Also ganz anders, obwohl wir die gleichen Ergebnisse hatten wie im Grundfall. Und warum das so ist und was, wie das einkommensteuerlich zu würdigen ist, das kommt gleich. Ja, der liebe Nico hat uns ja bereits schon eingeführt in die CFDs. Und da möchte ich jetzt gerne weiter eingehen. Wir haben ja jetzt hier noch verschiedene Begriffe, nämlich Termingeschäfte. Da haben wir jetzt die CFD genannt, aber da gibt es ja noch andere. Und da wärst du wieder, mein Dankner, derjenige, der hier ein bisschen was zu sagen kann. Fang mal an, was sind zum Beispiel Devisentermingeschäfte oder Futures? Ja. Genau, ich würde jetzt einfach einmal die Liste von oben nach unten durchgehen, um das Ganze mal ein bisschen zu veranschaulichen. Also Devisentermingeschäfte kann man sich so vorstellen. Ich glaube, grundlegend, das Termingeschäft ist jetzt vielleicht schon ein bisschen klar geworden. Darum will ich erstmal darauf eingehen, was denn Devisen genau sind. Also Devisen stellen eigentlich da die Forderungen, die man am Devisenmarkt handelt, in Bezug auf Devisen. Und Devisen sind eben solche Forderungen für Fremdwährungen. Das heißt beispielsweise eine Forderung für einen bestimmten Wechselkurs zu Euro, zu Dollar. Und mit diesen Devisentermingeschäften könnte ich mir jetzt eben so einen Wechselkurs sichern. Das heißt, ich könnte mir beispielsweise, jetzt aktuell ist der Euro-Dollar-Kurs stark eingebrochen und ich hätte jetzt zum Beispiel im letzten Jahr mir den Kurs sichern können. Das heißt, ich hätte im August 2021 mir beispielsweise eben so ein Devisentermingeschäft abgeschlossen und hätte mir dementsprechend den Preis für August 2022 gesichert damit, sodass ich dann diese Wechselkursrisiken eliminieren könnte. Und gleichzeitig natürlich auch spekulieren könnte als Perspektive von einem Investor, was ja heute wahrscheinlich passender ist. Mhm. Das heißt, als Investor könnte ich jetzt sagen, ich glaube, der Euro-Dollar-Kurs wird sich so und so entwickeln und könnte da in dem Zug mit Termingeschäft abschließen und sagen, ich sichere mir jetzt diesen Wechselkurs und würde das dann zu einem gewissen Zeitpunkt auslösen und könnte dann die Differenz eben dazwischen auch wieder als Gewinn mitnehmen, wenn ich mein Termingeschäft einlöse. Mhm. Genau. Okay, und dann gab es da ja noch so ein paar andere Geschichten. Genau, also vielleicht weitergehen mit Futures. Mhm. Futures, vielleicht grundsätzlich so die grundlegendste Form von einem Termingeschäft, würde ich mal sagen, sind typischerweise auch im Vergleich zu CFDs beispielsweise standardisierte, das heißt börsengehandelte Produkte. CFDs werden eigentlich, man nennt es Over-the-Counter, OTC gehandelt. Das heißt, sind nicht so stark reguliert und eben nicht an solchen Börsen gehandelt. Futures im Allgemeinen schon, das heißt, die sind standardisierte Produkte. Und Futures sind auch wieder Derivate, beziehen sich also auf einen Basiswert und entwickeln sich dementsprechend, haben aber im Vergleich zu diesen anderen Optionen, die wir hier auch aufgeführt haben gleich, den Unterschied, dass eine Verpflichtung damit kommt. Das heißt, sobald der Kontrakt, das Termingeschäft ausgelöst wird, also das heißt, es kommt zum Stichtag, geht es normalerweise damit einher, dass der Übergang entweder von der Auslieferung von dem Basiswert, das heißt, wenn wir jetzt eine Future auf beispielsweise Weizen ausgeschlossen haben, würde eben die Auslieferung von dem Weizen passieren am Stichtag. Mhm. Oder eben als Alternative könnte man das auch finanziell glattstellen. Das heißt, es würde dann eben im Geldwert ausgeglichen werden, was für die meisten Privatinvestoren eigentlich der Regelfall ist durch die gesetzlichen Beschränkungen. Genau, ja, das ist eigentlich die grundsätzliche Form davon, was Futures eigentlich sind. Vielleicht auch nochmal im Vergleich zu CFDs, bin ich ja gerade schon eingegangen. Man hat also nicht eben diese Differenz, wie bei CFDs der Fall ist, sondern man hat wirklich einen festen Kontrakt zu einem bestimmten Preis etwas zu kaufen oder zu verkaufen eben. Mhm. Okay. Ja, dann sind wir ja einfach die Begriffe schon durch und dann sagt das Bundesministerium der Finanzen, dass sogenannte Long-Optionen da auch irgendwie mit reingehören. Kannst du dazu noch irgendwie ein paar Worte sagen? Ja, sehr gern. Also Long-Optionen im Prinzip auch sehr ähnlich wie Futures. Allerdings kommt eben nicht diese Verbindlichkeit damit einher. Also bei Futures habe ich ja eben gerade gesagt, man hat die Verbindlichkeit zur Auslieferung und bei Optionen ist es eben nur eine Option. Das heißt, man kauft sich das Recht, entweder zu kaufen oder zu verkaufen. Long-Option heißt grundsätzlich, man ist in diesem Fall der Käufer in der Option. Das heißt, ich kaufe mir jetzt, als wenn ich jetzt der Investor wäre, ich würde mir jetzt eine Option kaufen und ich könnte mir einerseits eine Kaufoption kaufen, das wäre in dem Fall dann die Call-Option, oder ich könnte eine Verkaufoption kaufen, also die Put-Option.
Das wären die beiden Möglichkeiten, die jetzt hier vorgeschlagen sind. Das heißt, also ich könnte mir die Option kaufen, hätte damit das Recht, zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder eben meinen Basiswert, den ich besitze, zu verkaufen. Mhm. Und jetzt sagt man auch eventuell bei diesen Geschichten, dass eventuell da gibt es ja so Spread, Iron Condor, Butterfly. Kannst du zu diesen Begriffen auch noch ein paar Dinge sagen? Ja, genau. Also vielleicht ganz, ganz grob noch angeschnitten. Genau. Das sind verschiedenste Strategien, mit denen man ja, seine Finanzanlagen, seine Finanzstrategien hedgen kann. Das heißt, hedgen, absichern. Somit kann man das Risiko minimieren in gewisser Weise und ja, verschiedene Strategien fahren. Beispielsweise vielleicht einmal kurz, wenn man jetzt prognostiziert, der Aktienkurs landet irgendwie in der Zukunft von dem Indiz zwischen 100 und 120 Euro. Und ich weiß aber nicht genau, wo in diesem Bereich, und möchte jetzt einfach auch darauf wetten, darauf spekulieren, dass genau in diesem Bereich zwischen 100 und 120 Euro der Wert liegen wird in gewisser Zukunft. Da könnte ich mir das mit Hilfe solcher Strategien so zurechtbauen mit verschiedensten Optionen, dass ich eben egal, wo in diesem Bereich jetzt mein exakter Wert landet, trotzdem immer Gewinn machen würde und mich so in gewisser Weise absichern. Und ja, vielleicht grundsätzlich dazu, zu all diesen Termingeschäften nochmal zurückkommt, das hatte ich ja bei den CFDs gerade auch schon erwähnt, die sind eigentlich im Regelfall alle sehr stark gehebelt. Das heißt, wir haben vielleicht nicht unbedingt immer einen 100-fachen Hebel, aber auch manchmal einen 10-fachen oder 20-fachen. Und da kommt im Endeffekt einerseits natürlich der Anreiz für Investoren, damit zu handeln. Einfach die gestiegene Rendite, die man dadurch erwarten kann. Andererseits gleichzeitig steigt das Risiko natürlich auch immens an. Okay, und da hat der Gesetzgeber dann gesagt, das ist mir sehr, sehr risikohaft, und er hatte dann eine Vorschrift eingeführt. Da gehe ich jetzt mal rein, da gucken wir mal einen Blick ins Gesetz. Und zwar, wir sind hier im Paragraph 20, und diese Option, diese Termingeschäfte, die fallen grundsätzlich erstmal in Paragraph 20, Absatz 2 unter die Nummer 3. Das sehen Sie hier, der Gewinn bei Termingeschäften, durch die der Steuerpflichtige einen Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt, b, aus der Veräußerung eines als Termingeschäft ausgestalteten Finanzinstruments. Also das ist erstmal grundsätzlich die Position 20 Absatz 2 Nummer 3, wo wir das einsortieren würden. Und jetzt muss man dabei berücksichtigen, weil wir ja auch einzelne Trades hatten, die mit Verlust gegeben waren, dass es hier seit dem 01.01.2021 den Satz 6, nicht den Absatz 6, Satz 5 gibt, wo wir jetzt nämlich so eine Verlustverrechnungsbeschränkung haben. Dort steht, bei Verlusten aus Kapitalvermögen im Sinne des Absatzes 2 Nummer 3, da waren wir ja eben gerade drin, nämlich die Termingeschäfte, dürfen nur in Höhe von 20.000 Euro, also man hat eine Deckelung, was man ausgleichen darf. Jetzt ist die Frage, mit was darf man ausgleichen? Und zwar darf man ausgleichen mit Geschäften im Sinne von Absatz 2 Nummer 3, also mit anderen Termingeschäften. Und zusätzlich darf man hier ausgleichen bei Einkünften im Sinne von 20 Absatz 1 Nummer 11. Also wenn ich einen Verlust aus einem Termingeschäft habe, kann ich einerseits das verrechnen mit positiven Gewinnen aus Termingeschäften, als auch mit diesen Geschäften im Sinne von 20 1 Nummer 11. Da gucken wir mal rein, was dort steht. Und hier haben wir das, sogenannte Stillhalterprämien, die für die Einräumung von Optionen vereinnahmt werden. Und dann steht da noch was, schließt der Stillhalter ein Glattstellungsgeschäft ab, mindern die Einnahmen aus den Stillhalterprämien um die im Glattstellungsgeschäft gezahlten Prämien. Ja, Stillhalterprämien, da wäre ich dankbar, wenn du da vielleicht wieder ein paar Worte zu fallen lassen könntest. Genau, ich glaube, was im Zweifel unklar sein könnte bei dem Wort Stillhalterprämien, ist einfach, was ein Stillhalter überhaupt ist. Ein Stillhalter bezeichnet man grundsätzlich erstmal den Verkäufer einer Option. Mhm. Und der Verkäufer eben als Stillhalter bezeichnet aus dem Grund, weil er den Basiswert beispielsweise einer Aktie für diese Zeit, in der eben die Option gilt, halten muss und stillhalten muss. Mhm. Darum, Stillhalter erhält es für diese Zeit still, bis zu dem vereinbarten Stichtag beispielsweise. Mhm. Und jetzt gibt es dann zwei Optionen. Bei diesem Stichtag, den ich gerade angesprochen habe, würde jetzt entweder zu dem Fall kommen, die Option wird ausgelöst, das heißt, er müsste dann den Basiswert abgeben, oder eben das Ganze verfällt und die Option wird verfallen gelassen. Mhm. Und dann würde eben nur diese Stillhalterprämie anfallen, die er dafür bekommt, dass er eben ja, den Basiswert stillhält. Okay.
dann wollen wir mal zurück zu dem Fall. Wir erinnern uns ja daran, wir hatten sowohl Gewinne aus den Trades, CFD, als auch Verluste aus den Trades. Ich meine 55.000 Gewinntrades und 50.000 Verlusttrades. Jetzt hätten wir ja normalerweise die Geschichte verrechnen können, aber da haben wir eben gerade diesen 20 Absatz 6 Satz 5 gelesen, dass wir dann eine Deckelung von 20.000 Euro haben, die man verrechnen darf. Und was ist jetzt hier trotzdem geschehen? Es wurde ja, jetzt ist die Frage, genau, das hatte ich ja bereits hier gesagt, die Einsortierung unter 20 Absatz 2 Nummer 3. Jetzt haben wir ja das Finanzinstitut im Hintergrund und das Finanzinstitut ist auch hier, wie bei vielen anderen Einkünften aus Kapitalvermögen, verpflichtet, Kapitalertragssteuer abzuführen an die Finanzverwaltung. Und das sind 25%. Und das ergibt sich auch aus den Paragraphen, nämlich einmal der 43.1 Nummer 11. Auch da möchte ich einen Blick mit Ihnen reinwerfen. Und zwar, hier haben wir den Paragraph 43 Absatz 1 Nummer 11. Oben steht erstmal ganz allgemein bei den folgenden inländischen und so weiter. Kapitalerträgen wird Einkommensteuer durch Abzug von Kapitalertragssteuer erhoben. Und dann wandern wir mal direkt runter in die Nummer 11, nämlich bei Kapitalerträgen im Sinne von 20 Absatz 2 Nummer 3. Da waren wir eben gerade drin. Das heißt, Kapitalertragssteuer muss das Finanzinstitut einbehalten. Dann geht es weiter. Welche Höhe ist das? Da gehen wir mal in den nächsten Paragraphen, 43a. Und da haben wir nämlich in Absatz 1, jetzt muss man gucken, diese Rechtsgeschäfte aus 43.1 Nummer 11 auch stehen, nämlich Paragraph 43 Absatz 1. Und dann hier haben wir Nummer 8 bis 12. Also die Nummer 11 ist da auch mit enthalten. Einen Moment. Beziehungsweise, und daher haben wir hier einen 25%igen Abzug von Kapitalertragssteuer grundsätzlich. Außerdem Absatz 2 in dem Satz 2 in den Fällen des 43.1 Satz 1 Nummer 9 bis 12 bemisst sich der Steuerabzug bei Gewinnen aus der Veräußerung. Jetzt haben wir hier die Nummer 2 in den übrigen Fällen nach 20 Absatz 4. Das ist ja diese Gewinnermittlung, die man bei allen Rechtsgeschäften im Sinne von § 20 Absatz 2 ESTG hat. Und so wie bei Aktiengewinnen, wie man es berechnet, macht man es auch hier bei diesen Termingeschäften. Ja, das kann man erstmal dazu sagen. Dann gehen wir mal wieder in den Sachverhalt zurück. Und zwar 25% Kapitalertragssteuer. Da obendrauf kommt dann noch der Solidaritätszuschlag, der bei diesen pauschal versteuerten Geschichten nach wie vor erhoben wird. Es wird ja immer gesagt, der Solidaritätszuschlag wurde größtenteils also gibt es nicht mehr hier, aber gibt es den nach wie vor und er wird in der normalen Höhe von 5,5% erhoben. Und die Verlustverrechnungsbeschränkung, die ich Ihnen schon aus § 20 Absatz 6 Satz 5 genannt habe, die gilt, das hatte ich auch schon gesagt, seit dem 01.01.2021. Das ist ganz neu gekommen und jetzt haben wir nicht nur das, sondern wir haben insgesamt vier Töpfe, wo wir solche Verlustverrechnungsbeschränkungen im § 20 Absatz 6 bei verschiedensten Einkünften aus Kapitalvermögen haben. Und das habe ich hier mal zusammengefasst. Da haben wir einmal den Allgemeinresttopf, der nämlich besagt, dass man Verluste aus Kapitalvermögen allgemein nicht mit anderen Einkunftsarten verrechnen darf. Dann Aktienverkäufe, also 20 Absatz 2 Nummer 1 ESTG. Verluste daraus darf ich nur mit Gewinnen aus 20 2 Nummer 1 verrechnen. Dann der Verlusttopf hier, über den wir ja bereits gesprochen haben, Satz 5. Nämlich hier habe ich ja eine Deckelung mit 20.000 Euro und dann darf ich nur verrechnen mit anderen Termingeschäften oder mit Stillhalteprämien. Und dann gibt es noch den Verlusttopf, der ja zum 01.01.2020 eingeführt worden war, nämlich für wertlose Wirtschaftsgüter als auch für uneinbringliche Forderungen. Aber im Zentrum hier ist jetzt ja heute hier der Satz 5. Und was man schon sagen kann, in dem Paragraphen 20 Absatz 6 gibt es noch den Satz 2 und den Satz 3. Und diese beiden Sätze gelten für alle vier Verlustverrechnungstöpfe, natürlich auch für den Satz 5.
Da wollen wir auch nochmal einen Blick reinwerfen. Ein Blick ins Gesetz, Paragraph 20. Jetzt wandern wir in den Absatz 6 hinein. Und dort einmal der Satz 2, da steht, die Verluste mindern jedoch die Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus Kapitalvermögen erzielt. Heißt also, dass wir in dem Fall, wenn wir einen Verlust haben und den nicht komplett nutzen konnten im laufenden Jahr, dass wir den dann ins Folgejahr vortragen und er dann dort eventuell verrechnet werden darf. Und dann haben wir noch den Satz 3, da steht drinne, Paragraph 10d Absatz 4 ist sinngemäß anzuwenden. Paragraph 10d war ja allgemein der Verlustrücktrag und Verlustvortrag. Und im 10d Absatz 4, da geht es darum, dass Verluste, die irgendwie nicht verrechnet werden konnten, gesondert festgestellt werden mit einem extra Verwaltungsakt, um festzustellen, wie viel darf mit zukünftigen Jahren verrechnet werden. Und das gilt halt auch für unsere Termingeschäfte und die Verluste. Ja, und dann gehen wir nochmal zurück in den Sachverhalt. Achso, vielleicht noch ein Hinweis zum Satz 4. Da gibt es jetzt im Jahressteuergesetz 2022, das ist noch nicht in Gesetzesform gegossen und noch nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht worden, aber da wird im Satz 3 eine Ergänzung reingepackt. Dort steht nämlich jetzt zukünftig drin, im Falle von zusammenveranlagenden Ehegatten erfolgt ein gemeinsamer Verlustausgleich vor der Verlustfeststellung. Bedeutet also, dass jetzt ins Gesetz richtig reingepackt worden ist, dass auch bei unseren Termingeschäften, wenn ich da einen Verlust habe, ich mit positivem Gewinn aus Termingeschäften beim Ehegatten verrechnen könnte. Das hat man jetzt extra ins Gesetz gepackt. Das war vorher nicht unbedingt so klar. Nochmal der Sachverhalt, weil Sie den vielleicht bisher jetzt schon vergessen hatten. Wir hatten nochmal den Milan, den Steuerpflichtigen, der hatte aus seinen CFDs Verluste von 50.000 und der hatte aus seinen CFDs auf der anderen Seite 55.000 Euro Gewinn gemacht. Und jetzt wurden hier ja nur 1.049,75 Euro Kapitalertragssteuer einbehalten und der Soli ist entsprechend gering. Wie kann es dazu kommen? Warum ist dieser Betrag so gering? Und was gibt sich da für eine böse Antwort? Das gucken wir uns jetzt mal an. Und zwar, es gab, als gesagt wurde zum 01.01.2021, liebe Finanzinstitute, liebe Broker, ihr müsst jetzt diese Verrechnung vornehmen oder dürft sie nicht mehr so vornehmen wie vorher, sondern dürft nur 20.000 verrechnen. Das war für viele Finanzinstitute sehr, sehr kurzfristig und deswegen gab es ein BMF-Schreiben am 11. November 2020 noch ganz schnell, wo es den Finanzinstituten freigestellt wurde, ob sie diese Deckelung mit 20.000 berücksichtigen oder ob sie es einfach machen wie die Jahre davor, dass man Verluste komplett verrechnen kann. Und genau das ist in unserem Sachverhalt passiert. Hier einmal die Berechnung. Und zwar, jetzt muss ich mal hier gucken, genau, einen Moment. Und zwar, wir haben ja hier, Paragraph 20 Absatz 2 Nummer 3, die Gewinne von 55.000. Das Finanzinstitut hatte jetzt wegen des BMF-Schreibens vom 11.11.2020 die 50.000 komplett verrechnet. 5.000 Euro blieben übrig, hat dann den Freistellungsauftrag abgezogen, sodass der Kapitalertragssteuer unterliegend nur noch 4.199 Euro waren. So fiel wirklich ganz wenig Kapitalertragssteuer, nämlich diese 1.049,75 an und auch entsprechend geringer Soli. Allerdings, jetzt kommt das böse Erwachen und das wird jetzt unser Milan nicht so freuen. Diese Vereinfachung für die Finanzinstitute entbindet ja den Steuerpflichtigen nicht von seiner Pflicht, diese Einkünfte aus Kapitalvermögen, diesen Absatz 6, Satz 5 auch anzuwenden. Und das findet jetzt im Rahmen der Veranlagung statt, weil jetzt ja unser Steuerpflichtiger nicht die Einkommensteuer dafür abgeführt hat über die Kapitalertragssteuer, greift hier nicht das Abgeltungsprinzip. Und der Paragraph 32 DORA Absatz 3 sagt in solchen Fällen, dass man eine Pflichtveranlagung hat. Und das findet hier statt. Unser Milan muss eine Steuererklärung abgeben. Dann haben wir jetzt hier unsere 55.000 Einkünfte nach Paragraph
20 Absatz 2 Nummer 3. Jetzt kommt diese Verlustverrechnungsbeschränkung. Wir dürfen nur 20.000 Euro abziehen. So bleiben 35.000 Euro über. Jetzt kann ich von diesen Einnahmen die sogenannten Werbungskosten abziehen. Bei den Einkünften aus Kapitalvermögen haben wir aber den sogenannten Sparerpauschbetrag, 20 Absatz 9, den man anstelle von tatsächlichen Werbungskosten abzieht. Es verbleiben Einkünfte von 34.199 Euro. Und die werden dann im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung mit 25%, diesem Extrasteuersatz, der sich aus § 32 DORA Absatz 1 ergibt, belastet. Das sind 8.549,75 Euro, entsprechend auch Soli, der jetzt über die Veranlagung dann auf die normale tarifliche Einkommensteuer oben drauf gerechnet wird, nach § 32 DORA Absatz 3. Und das ist natürlich ein böses Erwachen, weil jetzt muss natürlich unser Milan 7.500 Euro Einkommensteuer nachbezahlen. Die Kapitalertragssteuer, die ja vorher vom Finanzinstitut einbehalten wurde, die kann er jetzt abziehen nach § 36.2 Nummer 2 ESTG, aber er hat eine saftige Nachzahlung und das wird ihn nicht freuen. Der Verlust, nämlich 50.000 hat er ja an Verlusten gehabt, 20.000 konnte er zurücktragen. Das ändere ich hier nochmal ab. Einen Moment. Nee, Laserpointer wollen wir nicht haben. Stift. Das heißt, 20.000 sind jetzt hier zurückgetragen worden. Und dann bleiben 30.000 Euro über. Nicht umgekehrt. Die dann verrechnet werden können. Im PDF ist das entsprechend bereits korrigiert. Das war der Sachverhalt für 2021. Ja, was ist denn deine Meinung zu dieser Regelung? Fallen dir da, was da jetzt gemacht worden ist? Natürlich eine böse Überraschung für die Milan, wie das im Jahr 2021 stattfindet. Wie schätzt du das so ein, so deine persönliche Meinung? Ja, ich würde sagen, es ist ganz klar zweigeteilt zu sehen. In diesem Sachverhalt jetzt hier im Speziellen, dass es nur zu einer, so einer großen Nachzahlung kommt, ist natürlich immer ein bisschen kritisch zu sehen, wenn man da auch auf dem falschen Fuß erwischt wird, gerade als Privatinvestor und sich da vielleicht im Vorhinein nicht so wirklich informiert hat dazu. Aber jetzt gerade zurückkommt nochmal auf diesen Ursprungsparagrafen auch, würde ich sagen, es ist schon noch in gewisser Weise gerechtfertigt, dass man dieses Risiko, was da entsteht, dass es vielleicht nicht wirklich verantwortungsvoll ist, das Privatinvestoren zu überlassen, weil dann einfach doch das Risiko sehr groß ist und das dann vielleicht doch eher Institutionen überlassen werden sollte, die sich damit auch wirklich auskennen. Andererseits, man muss natürlich auch ganz klar sagen, hier sind teilweise auch Möglichkeiten dabei, sein Risiko zu minimieren. Ich habe diese Strategien angesprochen, die man fahren kann mit den Optionen beispielsweise. Und insofern wird jetzt auch stark das eingeschränkt für Privatinvestoren, dass man sich eben absichern kann gegen bestimmte Risiken. Und das ist auf jeden Fall kritisch zu sehen. Oder zumindest wird es schwer, sich dagegen abzusichern. Und man muss auch ganz klar sagen, es gibt ja nicht nur diese Termingeschäfte, die wir gerade aufgezählt haben, beispielsweise Optionsscheine oder Forward-Kontrakte, das wären weitere Alternativen und die fallen jetzt aktuell meines Wissens nach explizit nicht darunter und die unterliegen meistens noch einem höheren Risiko und jetzt ist die Frage, ob man als Privatinvestor dann vielleicht nicht dann eher darauf ausweicht, weil halt eben irgendwelche Broker vielleicht ihre Chance darin sehen, das so zu vermarkten, dass es jetzt attraktiv werden könnte, daran zu investieren, obwohl da letztendlich ein doch deutlich höheres Risiko hintersteht. Also ganz klar zweigeteilt zu sehen. Okay, danke Nico. Gucken wir mal weiter, wir hatten ja noch einen anderen Sachverhalt gehabt. Genau das gleiche, 50.000 Verlust, 55.000 Gewinn, aber mit dem Unterschied, jetzt sind wir im Jahr 2023, jetzt beträgt der Freistellungsauftrag sowohl als auch der Sparerpauschbetrag 1.000 Euro. Da habe ich jetzt einfach vorweggenommen, dass im Jahressteuergesetz 2022 im BMF-Referentenentwurf dieser angehoben werden soll von 801 auf 1.000 Euro. Und die habe ich jetzt einfach hier für das Jahr 2023 bereits berücksichtigt. Im Jahr 2022 würde jetzt ansonsten die gleiche Problematik kommen, aber ich wollte es gleich mit diesem neuen Sparerpauschbetrag machen. Deswegen habe ich das Jahr 2023 ausgewählt. Und jetzt ergibt sich noch eine kleine Änderung gegenüber dem Sachverhalt, den wir 2021 hatten. Denn jetzt passiert Folgendes. Ich nehme mal wieder hier den Marker. Wir haben ja 55.000 Gewinn gehabt, während im Jahr 2021 ja dieses BMF-Schreiben unserem Finanzinstitut erlaubte, die 50.000 Verlust zu verrechnen, ist das jetzt nicht mehr erlaubt. Und jetzt
muss das Finanzinstitut alle einzelnen Gewinntrades heraussuchen, die Verluste erstmal ignorieren. Auch 20.000 Trade-Verluste können nicht genutzt werden. Und diese 55.000 Euro nach Abzug des Freistellungsauftrags von jetzt 1.000 Euro, die 54.000 Euro, die werden jetzt mit Kapitalertragsteuer belastet. 13.750 Euro und dann entsprechend 5,5% Soli darauf. Und das ist natürlich ziemlich böse, weil ja jetzt dieser 20.000 Euro Verlustverrechnung, die man ja zumindest immer noch nach 20.6 Satz 5 machen kann, weil das hier gar nicht berücksichtigt wird. Und jetzt muss ja unser steuerpflichtiger Milan wieder ans Geld kommen. Und da hat er die Möglichkeit, da gibt es ja die Optionsmöglichkeit nach § 32 DORA Absatz 4, dass jetzt unser Milan in die Veranlagung reingeht. Und im Rahmen der Veranlagung kann er jetzt eigentlich die gleiche Rechnung, die wir vorher schon hatten, die 20.000 als Betrag abgezogen werden, 35.000 bleiben über. Und dann ziehen wir noch den Freistellungsauftrag ab, bleiben Einkünfte aus Kapitalvermögen von 34.000, sodass die Einkommensteuer, die auf die Kapitalerträge entsteht, nur 8.500 Euro beträgt und entsprechend geringerer Soli. Die zuvor zu viel bezahlte Kapitalertragsteuer kann man jetzt wieder gegenrechnen im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung, sodass es dann zu einer Erstattung kommt von 1.250 Euro Einkommensteuer. Und es gibt eine Erstattung in unserem Sachverhalt von 288,75 Euro. Dann haben wir noch die gesonderte Verlustfeststellung, weil wir haben ja auch hier ist wieder das Gleiche. Hier kommen natürlich die 20.000 hin, die wir verrechnen, und 30.000 bleiben übrig. Die 30.000 an Verlusten, die ich nicht nutzen konnte, kann ich dann in Folgejahren mit Gewinnen aus Termingeschäften oder mit diesen Stillhalterprämien verrechnen. Ja, und das ist ja nicht so schönes Ergebnis, oder beziehungsweise wie soll man damit umgehen? Und dazu habe ich noch so ein paar Empfehlungen aufgestellt. Also wichtig wäre zunächst erstmal, immer wenn Sie solche Verluste haben, dass Sie sich von dem Finanzinstitut so eine Verlustbescheinigung holen, um sich dann das Geld über die Veranlagung wiederzuholen. Dann natürlich, Termingeschäfte haben wir ja gerade gesehen, ist für Privathändler sehr, sehr ungünstig, wenn man sich in den Einkünften aus Kapitalvermögen und nicht im gewerblichen Bereich befindet, weil wir immer diese 20.000 Verlustgrenze haben. Man stelle sich einmal nur vor, wir hätten meinetwegen in einem Jahr einen Verlust von 100.000 Euro gemacht, dann würden wir 5 Jahre brauchen, damit man das eventuell verrechnen kann, unter der Voraussetzung, wir hätten entsprechend hohe Gewinne in den Folgejahren. Und du hattest mal gesprochen, durch diese Hebelung können da ja wahnsinnige Verluste entstehen. Und dann kann man sein Leben lang vortragen. Deine Meinung zu der Geschichte? Ja, muss ganz klar sehen. Ich hatte ja angesprochen, das sind teilweise Produkte, die im hundertfachen, teilweise zweifachen Hebel passieren. Und wenn wir jetzt die 20.000 Euro betrachten, dann ist man doch mit einem so großen Hebel schon recht schnell da. Und das heißt, es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass man da in Verluste in Höhe von 20.000 oder größer kommt. Darum ist die Grenze vielleicht doch zu niedrig gewählt, gerade bei solchen Termingeschäften, die eben ja so stark gehebelt werden. Dann noch ein weiterer wichtiger Hinweis, eine weitere Empfehlung wäre daher im Privatbereich, wenn man es kann, auf diese 20.000 Verlustgrenze achten, dass man vielleicht auch die Termingeschäfte, wenn man sie als privater Trader macht, so ein bisschen lenkt. Aber was noch interessant ist, momentan hatte ja der Bundesfinanzhof hat ja die Fragestellung, ob der § 20 Absatz 6 Satz 4, nämlich die Verrechnung von Verlusten aus Aktienverkäufen mit Gewinnen aus Aktienverkäufen, dass man das nur machen kann. Da hat ja der Bundesfinanzhof Zweifel an diesem Verlusttopf und hat das dem Verfassungsgericht, dem Bundesverfassungsgericht übertragen, die jetzt ja aktuell prüfen, ob überhaupt dieser Verlusttopf verfassungswidrig oder verfassungsgemäß ist. Und ich behaupte mal, wenn das Bundesverfassungsgericht sagen sollte, das ist verfassungswidrig, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch der Satz 5 mit den Termingeschäften, als auch der Satz 6 mit dem Wertlostopf, dass das ebenso verfassungswidrig ist. Und wenn Sie davon betroffen sind, würde ich empfehlen, Einspruch einzulegen, auch gegebenenfalls einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung zu stellen und unbedingt diesen Fall offen zu halten, dass man im Falle einer Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht vielleicht dann doch eine komplette Verrechnung vielleicht vornehmen darf. Das wird die Zukunft zeigen. Und dann noch ein weiterer Tipp.
wenn ich natürlich gewerbliche Einkünfte habe und nicht private, dann gelten ja diese ganzen Verlustverrechnungsbeschränkungen gar nicht. Und das könnte ich ja gewerblich betreiben, insbesondere wenn ich eine Kapitalgesellschaft habe, um das dann über diese laufen zu lassen. Ja, und das war es zu unseren Positionen. So eine abschließende Meinung von dir, Nico, zu dem ganzen Sachverhalt. Was hat dich irgendwas gewundert? Fandest du irgendwas überraschend? Wie findest du da den Gesetzgeber in Deutschland, wie er das umgesetzt hat? Ja, also grundsätzlich würde ich schon mal sagen, es ist eigentlich eine recht gute Sache, erstmal, sage ich mal, dieses Risiko auch wegzunehmen oder zumindest zu beschränken, zu sagen, ja, es ist gefährlich, macht das vielleicht, wenn ihr es macht, gewerblich, macht das über eine Institution, aber macht es bitte nicht privat und sonst geben wir euch hier irgendwelche Erschwernisse aus Gesicht des Staates im Falle verdienten Steuern. Andererseits ist natürlich durch die Gründe, die ich aufgezählt habe, auch ein bisschen kritisch zu sehen, einfach gerade, weil man zum Beispiel mit der Verlustgrenze von 20.000 jetzt einen wirklich nicht allzu hohen Betrag hat, wo man auch als Privatinvestor schon teilweise recht schnell dabei ist. Genau, ja, zweigeteilte Meinung, wie gesagt. Alles klar. Lieber Nico, ich bedanke mich, dass du hier mit mir, dass du mit dir mir die Zeit geteilt hast, um dieses Interview zu führen. Vielen Dank dafür und damit sind wir am Ende unserer Geschichte. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann liken Sie es gern oder abonnieren Sie auch gern den Kanal.